Gleich 6 Uhr. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Matthias kämpft um sein Leben. Im vergangenen November wird bei ihm ein bösartiger Gehirntumor diagnostiziert. Seine Lebenserwartung laut Ärzten 15 Monate. Eine zusätzliche Therapie könnte sein Leben retten, doch die ist wirklich richtig teuer. Und weil die Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt, muss er nun das Geld zusammen selber zusammenraffen. Jeder Cent hilft und das fürs Überleben. Wir haben das jetzt angefangen, bezahlen das selber und haben versucht, über den Spendenaufruf halt viel Leute zu bewegen, halt uns zu unterstützen, damit ich halt noch länger leben kann. Halt. Es ist ein Kampf zweier Menschen, die einander seit 17 Jahren lieben. Ein halbes Leben lang Seite an Seite. Matthias Kunkel und seine Freundin Sandra aus Laatzen wollten in diesem Jahr heiraten, Kinder bekommen, ein Haus bauen. Jetzt bestimmt der Kampf gegen den Krebs ihr Leben. Keiner kann sich vorstellen, wie wir uns fühlen oder wie er sich fühlt, was man da durchmacht. Auch, ja, das kann keiner nachvollziehen. Der Tumor kam leider ein bisschen ungünstig gerade, weil wir gewisse Sachen auch geplant haben. Und das ist halt jetzt unser Weg. Leider. Die Krankengeschichte von Matthias, sie beginnt vor 5 Monaten. Bis dahin war er ein unternehmungslustiger, fröhlicher junger Mann. Wie aus dem Nichts klagt der bis dahin kerngesunde 35-Jährige über starke Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Die Ursache? Ein faustgroßer Tumor in seinem Kopf. Weil der Tumor allerdings direkt an lebensnotwendigen Arealen des Gehirns liegt, können die Ärzte nur Teile des Tumors entfernen. Jetzt kann das Gehirn natürlich oder das verbliebene Gehirn relativ viel kompensieren davon und die Dinge ausgleichen, die da verloren gegangen sind. Und trotzdem ist es eben schon so, dass da unter Umständen Einschränkungen zurückbleiben, die man aber jetzt so nicht abschätzen kann. Nach der Operation die nächste niederschmetternde Diagnose. Matthias' Krebserkrankung ist die aggressivste überhaupt. Bei der Standardtherapie, Bestrahlung und Chemotherapie prognostizieren ihm die Ärzte eine Lebenserwartung von gerade mal 15 Monaten. Man glaubt das nicht, dass da was im Kopf ist, was so gefährlich ist, wie sich im Nachhinein rausstellt. Ja, und dass man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Ich war wütend halt im Krankenhaus darüber, dass mir das passiert ist. Ich war wütend über den Tumor an sich halt, dass das jetzt gerade in mein Leben platzt. Doch aufgeben war für beide nie eine Option. Nächtelang recherchiert Sandra im Internet, immer auf der Suche nach alternativen Behandlungstherapien. Dann habe ich geschaut, welche Möglichkeiten gibt es, welchen Erfolg kann man damit erzielen. Dann habe ich einfach versucht, das Bestmögliche für Matthias zu finden, wo er aber in seinem Alltag wenig beeinträchtigt wird. Im Januar bekommt Sandra eine positive Rückmeldung für eine Immuntherapie. Das bedeutet eine Chance, den Tumor einzudämmen und eventuell sogar zu besiegen. Doch weil die Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt und beiden das Geld fehlt, bittet Matthias auf seiner Internetseite um Spenden. Also die Menschen bestärken uns schon da drin auch. Dass sie das mutig finden, dass man so einen Weg geht oder für sich den Weg so entscheidet zu gehen und dass die Menschen helfen wollen auch so. Das sind ja unglaublich viele. Ja. Ein Student hat auch 5 Euro bloß gespendet und hat gesagt, ja, dann verzichte ich morgen aufs Essen halt. Das sind so eine kleine Geschichte. Das hat er auch hier geschrieben. Ja, und das ist Wahnsinn halt, was doch draußen halt so passiert halt. Egal was für Spenden da eingehen, wir sind da halt glücklich über jeden Cent, der da eingeht, um halt meine Therapie dann weiter zu bezahlen zu können. Dank der Spenden konnte Matthias mit der Immuntherapie bereits beginnen. Zurzeit ist er zur Reha im Harz, um das Geschehen rund um seine Krankheit zu verarbeiten und um Kraft zu tanken. Er kann nicht die Kraft so aufbringen wie vorher. Das ist einfach eine Sache, die geht dadurch alles verloren. Das ist einfach, man baut das danach dann wieder auf, damit er seinen normalen Alltag auch wieder sozusagen machen kann und vor allem, dass sein Immunsystem auch wieder besser arbeitet. Man muss das Leben halt weitergehen, egal was jetzt passiert ist. Und wenn man so positiv weitermacht, dann kann der Tumor einen nichts anhaben. Rund 80.000 Euro fehlen Matthias noch, um seine Therapie zu beenden. Er sagt, er wolle auch anderen Mut machen, niemals aufzugeben. Denn sollte die Therapie erfolgreich sein,
steht ihrer Familienplanung und einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr im Weg.